Wir können schon mal rübergehen und wer diese Sendung aufmerksam verfolgt hat in den letzten 5 Wochen oder auch in der ersten Staffel, weiß, im Finale darf ich nicht moderieren, weil ich es A, nicht so gut kann wie die Person, die jetzt kommt, und B, weil ich einen Vorteil hätte, weil ich natürlich alle Fragen und Antworten hätte. Ladies and Gentlemen, give it up one more time für Katrin Bauerfeind. Hallo! Oh mein Gott, the return of Paulina! Hey. Und dann bist du gleich wieder im Finale! Hallo! Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und du warst in der ersten Staffel so oft im Finale. Ja. Und es hat nie geklappt. Und du standst auch in der letzten Staffel, in der letzten Show, ging es schon gegen Elias um das Cover vom Rätselkarussell. Ja. Und heute, ich weiß es nicht, ich will es nicht verchinxen, wie Joko immer sagt, aber... Wenn nicht heute, wann dann, oder? Ja, es ist heute auf jeden Fall irgendwie vom Universum noch mal diese Chance geboten, auf dieses Cover zu kommen. Und ja, ich werde meine Hirnzellen auf jeden Fall jetzt anstrengen. Für dich auch noch mal, Joko. Ich meine, jetzt geht es ja eigentlich noch mal um alles, klar, diese Show. Aber ich meine, jetzt geht es wirklich um das Cover, um Absolut. Den Ruhm, um das Rätselkarussell. Ich meine, das willst du dir jetzt nicht nehmen lassen, Es ist oder? Natürlich so, für mich ist es so, wenn man mir die Show stiehlt, ja, und das dann hier moderiert, dann tut mir das weh, aber ich komme ja per se schon mal mit einem Vorsprung hier rein, weil ich darf ja einmal moderieren. Mhm. Ich war aber noch nie auf dem Cover von diesem Rätselheft, und dass das jetzt für mich hier der Moment ist, this is my time to shine, das werde ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Nächster Schritt auf der Karriere leider Absolut. Ist einfach das Rätselkarussell. Natürlich. So, okay. Dann, ihr seid bereit. Ich muss es dir noch mal kurz erklären, ja, Palin. Du weißt natürlich sicherlich noch exakt, wie einfach die Regeln im Finale waren. Aber ich fasse es noch mal kurz zusammen. Wir machen ein Quiz, ganz normal. Dann schauen wir immer erst bei dir, was hast du geantwortet, hast du richtig geantwortet. Wenn du richtig antwortest, bekommst du von mir einen Punkt. Mhm. Bei Joko ist es anders. Joko bekommt halt immer einen Punkt, egal was er da drüben macht, ob er es weiß, ob er es nicht weiß und so weiter. Deswegen hast du diese Münzen erspielt, 2 an der Zahl. Und deine Aufgabe ist es einzuschätzen, ob Joko es wusste oder nicht. Immer wenn du denkst, weiß er nicht, glaube ich nicht, blöfft er schlecht, was auch immer, setzt du eine deiner Münzen, dann muss er offenlegen, wir checken, ist es richtig. Wenn es richtig ist, kriegt er einen Punkt. Dann ist deine Münze allerdings weg. Das ist schlecht, weil wenn du keine mehr hast, ist das Finale vorbei. Und wenn du recht hattest und tatsächlich da das Falsche steht, dann bekommt er den Punkt natürlich nicht und du behältst die Münze. Das wäre gut. Mhm. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Finale und das Cover vom Rätselkarussell. Also spielen wir jetzt das letzte Finale. Jetzt haben wir nochmal alles zurecht. Soll auch gut aussehen in diesem letzten Finale. Okay, dann kommt hier eure Frage. Welcher Sportler hält, Stand Mai 2021, mit rund 283 Millionen Followern den Rekord für den beliebtesten Instagram-Account einer Person weltweit? Welcher Sportler hält vom Stand Mai 2021 mit 283 Millionen Followern circa den Rekord für den beliebtesten Instagram-Account einer Person weltweit? Hast du schon, ne? Hm. Weiß sie? Du hast auch was aufgeschrieben? Okay. Sandro Wagner habe ich aufgeschrieben. Mhm. Ah, Entschuldigung, darf ich nicht sagen, ne? Nee, darfst du nicht. Kannst du schon sagen, ist aber halt... Es war so ein schlechter Joke, da weiß ich schon, dass der gerade aus der Tiefe deines Herzens kam. Entschuldigung, ich muss alles versuchen. Lass dich jetzt noch nicht irritieren. Sag erst mal, was du aufgeschrieben hast. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist deine Antwort. Die Antwort Cristiano Ronaldo ist natürlich richtig. 1 Punkt für dich. Jetzt ist nur die Frage, weiß Joko das? Hat er auch Cristiano Ronaldo aufgeschrieben? Wollte er mit Sandro Wagner darüber hinwegtäuschen, dass er es nicht weiß? Oder er weiß blöffen? Es. Er weiß es? Okay? Du setzt keine Münze, er kriegt den Punkt und weiter geht's. Das hat er sich neu angewöhnt, dieses Gesicht. Erwachsene, dieses Gesicht. Das ist mein, eigentlich ist es mein Moderationsgesicht. Vor allem im Finale, es ist dein Moderationsgesicht. Das müsste er schon wissen. Bitte?
Ja, okay, er weiß es. Er weiß es? Okay. Joko wusste es und bekommt dafür einen Punkt. Vielen Dank. Damit steht es 1-1. Dann geht's direkt weiter. Wo im menschlichen Körper wird das Hormon Insulin gebildet? Insulin, ein Hormon, wird irgendwo im Körper gebildet. Und die Frage ist, wo genau wird Insulin hergestellt vom Körper? Und wir suchen tatsächlich den genauen Ort und nicht sowas wie irgendwo da oder so. Das wäre zu wenig für ein Finale. Paulina hat schon aufgeschrieben. Wobei ich ja auch oft den Eindruck habe, er macht dann spezielle Dinge, weil man weiß, es wird geguckt. Ja. Ich finde diese spannende Musik spannt auf jeden Fall meine Nerven gerade noch mehr. Mhm. Jetzt hast du was aufgeschrieben, das wir so stehen lassen sollen. Mhm. Damit gehst du in die Auflösung, okay? Dann starten wir mit Paulina. Paulina, was hast du aufgeschrieben? Wo im Körper wird Insulin gebildet? Hier, in der Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse ist deine Antwort? Ja. Und das ist richtig! 2-0 für dich, Paulina. Jetzt hast du Joko beobachtet. Wonach sah das für dich aus? Nach einem Ablenkungsmanöver? Wusste er das? Es sah für mich nach beidem aus. Also keine Ahnung. Meinst du, es war ein Trick, um dich zu verwirren, weil er es nicht wusste? Oder okay, kurz entschlossen, Paulina setzt. Sehr, sehr gut. Du sagst, er wusste es nicht. Ich weiß, also ja, jetzt sage ich, jetzt er wusste es nicht. Ja. Aber er kann es schon auch gewusst haben. Ich bin so hin und her gerissen. Okay. Gib Wir schauen jetzt einfach. Gib mir einen Tipp, Joko. Weil du hast die Münze gesetzt. Ach so, jetzt habe ich sie ja eh schon gesetzt. Joko muss uns sagen, was er aufgeschrieben hat. Er hat es richtig. Was steht da? Bauchspeicheldrüse. Das hast du aufgeschrieben? Das habe ich aufgeschrieben. Sogar in Groß- und Kleinschreibung. Sehr untypisch für mich. Ich schreibe normalerweise alles groß. Verstehe. Dann bekommst du den Punkt. Und ich muss dir leider die Münze abnehmen. Aber eine ist noch da. Und es steht 2-2. Und hier ist die nächste Frage. Welches in klaren Winternächten gut sichtbare Sternbild hat einen Gürtel? Also einen Gürtel, ihr wisst. Sowas wie ein Astrolenski. Gürtel. Ja, vielleicht hat Paulina jetzt hier einen Vorteil. Einen kleinen Vorteil. Ein gut sichtbares Sternbild in klaren Winternächten mit einem Gürtel. Du auch, Joko? Mhm. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Ja, Frau Kommissar. Na gut. Dann schauen wir mal. Paulina. Ja. Wie heißt denn dieses Sternbild? Orion. Orion ist die Antwort. Und die Antwort Orion ist richtig. Jetzt, weißt du, ob Joko sich mit Sternbildern auskennt? Ich weiß, dass er sich eigentlich nicht damit auskennt, weil er ja immer sehr angetan ist von meinem Astrolinski. Das stimmt. Hast du es da mal erwähnt und er könnte es deshalb wissen? Nee, habe ich nicht tatsächlich. Andererseits kennt man den Orion-Gürtel ja auch. Also es ist etwas, das kennt man. So, das gehört ja eigentlich zum Allgemeinwissen. Das Problem ist, du Versteh. Hast nur noch diese eine Münze. Ja. Wenn du die setzt und er wusste es, dann ist das Spiel vorbei. Ich bin so aufgeregt gerade. Wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich will so gerne rübergehen und gucken, was Joko da stehen hat. Wir sind alle gerne mal Für die Münze würde ich dich gucken lassen. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass Joko es nicht weiß. Mein Kopf sagt, Joko weiß es. Ah, ich gehe normalerweise immer nach meinem Bauchgefühl und Joko, wann hast du das letzte Mal so eine klare Winternacht gesehen, so eine Sternennacht? Also ich weiß, dass Joko wahrscheinlich sehr gerne in die Berge fährt, wo man ultra krass die Sterne sehen kann.
Und es gibt nicht nur Apps, aha, mit denen du am Horizont dir die Gipfel angucken kannst und die dann sagen, da hinten ist folgender Berg, sondern es gibt auch so geile Apps, die kannst du an den Himmel halten und dann siehst du das alles. Und ich sag mal so. Okay. Ob dir das geholfen hat oder nicht, kannst du nicht sagen, aber du wolltest es wissen. Paulina, ich muss leider auf eine Entscheidung drängen. Ich behalte die Münze. Du behältst die Münze, ja? Okay. Du behältst die Münze. Damit bekommt Joko einen Punkt und es steht. Okay, bitte sag's mir. 3-3. Bitte. Es ist echt, das ist mein Job die ganze Zeit. Es ich weiß hier nie, was eigentlich passiert. Ah, komm, es ist das Staffelfinale. Oh. Okay. Ich wollte es gerade sagen, aber ich mach's doch nicht. Nee, das ist, Paulina, glaub mir ernsthaft, ich höre meine Schwester hinten sitzen und sagen, nein. Du weißt, wie sehr ich dich als Mensch schätze und wie sehr ich dich mag. Ich würde es dir von Herzen gönnen, weil du schon so oft hier warst. Okay. Aber am Ende habe ich auch in der Zeit mit Klaas gelernt, man muss immer an sich selbst denken, sonst kommt man nirgendwo hin. So, ich weiß, was du meinst. Ich habe die nächste Frage für euch. Es steht 3-3. Paulina hat noch eine Münze. Und die Frage ist, oh, ist mir schlecht. Quadratur des Kreises heißt nicht nur ein geometrisches Problem, sondern auch ein 1997 erschienenes Album von wem? Okay. Fantastischen Vier. Oh, jetzt habe ich es laut gesagt. Quadratur des Kreises. 1997. Ich krieg sogar ein erschienenes Album. Von lauter Aufregung, so ein Zitteranfall. Okay. Das kenne ich. Paulina, deine Antwort ist? Von Freundeskreis. Freundeskreis. Und die Antwort ist richtig. Das war Freundeskreis. Magst du eine Jacke? Ist dir kalt. Ja, alles gut. Ich muss dir aufregen. Und danke dir, ein wahrer Gentleman. Joko, wusste das, ja, dass es Freundeskreis ist? Oder möchtest du setzen? Er wusste es. Er wusste es. Und dann gibt es einen Punkt für Joko. Das heißt, es steht 4-4. Also, Paulina, wenn du jetzt einen Punkt machst und Joko nicht, dann wärst du auf dem Cover. Ich habe noch eine Frage für euch. Wie heißt das Café, in welchem sich die Freunde in der Serie Friends regelmäßig treffen? So, jetzt haben wir für Sie zu Hause was ganz was Schönes. Wir zeigen in dieser Runde ausnahmsweise mal nicht, was Joko aufgeschrieben hat. Dann haben Sie zu Hause nämlich die Möglichkeit, mal mitzuraten. Blöfft er wieder oder weiß er es womöglich? Die Serie Friends. Und da gibt es ein Café und da hängen immer alle ab. Die ganze Zeit, die ganze Serie lang. Und wie heißt dieses Café? Das ist die Frage. Das, da war noch so ein Sticker auf der Scheibe mit dem Namen. In grün, glaube ich. Aber Friends kann man tatsächlich immer gucken. Das stimmt. Das ist ja so eine Serie, die man immer gucken kann. Habe ich noch die große DVD-Box. Ich auch. Die Jubiläumsedition. Die diese Lettel, ne? Mit dem Spiel. Sehr gut. Ja. Dann müsste die Frage ja eventuell, man weiß es nicht, zu beantworten sein. Wo haben die sich immer getroffen, in welchem Café? Hast du aufgeschrieben? Hast du aufgeschrieben? Okay, wir tun's einfach. Was hast du aufgeschrieben? Mir fällt's einfach nicht mehr ein. Nichts aufgeschrieben? Ich habe Friends aufgeschrieben. Friends. Die Antwort Friends ist falsch. Kein Punkt für dich. Die richtige Antwort wäre gewesen Central Perk. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt musst du die Münze setzen, weil alles andere wäre Quatsch. Jetzt müssten wir hoffen, dass Joko da nicht Central Perk stehen hat. Was hast du aufgeschrieben, Joko? Konfetti Central Perk! Das ist mein Ding! Ladies and Gentlemen, so sieht es aus. Das Cover von Jokos witzigem Rätselspaßkarussell. Aber darf ich ganz kurz die Band bitten,
die Band bitten, aufzuhören zu spielen. Es ist tatsächlich eine wunderbare Staffel gewesen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Paulina, tausend Dank, dass du dazugekommen bist. Steffi nochmal tausend Dank. Teddy, tausend Dank. Bastian, tausend Dank. Aber Shirin David ist heute nicht hier. Und es fühlt sich, finde ich, falsch an, in der Position, dass du für sie als gute Freundin sogar eingesprungen bist, dass ich jetzt hier dieses hässliche Antlitz auf mein Magazin drucken lasse. Shirin, du warst die ganze Zeit heute dabei. Du bist eine unfassbar coole Frau. Wir haben dich alle in unser Herz geschlossen. Wir wünschen dir von Herzen nur das Beste. Das Cover wird es nicht geben. Ich schenke dir mein Cover. Es ist dieses Cover hier. Du bist diejenige, die auf Shirins witzigem Rätselkarussell ist. Und damit ganz liebe Grüße zu Shirin David. Vielen Dank. Vielen Dank an die Mighty Winterscheids. Danke an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank an Sie zu Hause, an dieses unfassbare Team, das diese unfassbare Sendung macht. Ich liebe diese Sendung und lieben Dank an den Heimatsender ProSieben hier, der dieses Monster zugelassen hat. Wir sehen uns im Herbst. Ich freue mich. Und jetzt wird gefeiert. Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.